Hey ho, heute machen wir Iberico-Rücken gefüllt. Mal anders. Und mit dem anders meine ich die Füllmethode. Mal gucken, ob das klappt. Ich habe vor, den Rücken von oben aufzuschneiden, so leicht auseinander zu klappen, dass es so eine schöne Tasche direkt von oben gibt. Da die Füllung rein, noch ein bisschen Käse dann drüber zum Überbacken und schauen mal, ob das klappt. Alles Weitere da drüben, da legen wir jetzt erstmal mit der Füllung los. Dann wären wir schon bei unserer kleinen Übersicht angekommen. Champignons, braune habe ich genommen, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, ein bisschen Petersilie, ja, das war noch so ein Schnittknoblauch, ein Becher Schmand. Pfeffer habe ich hier, ein Pariser Pfeffer. Keine Ahnung genau, was das für einer ist, aber schlecht ist er nicht. Ein Salz, ein Stück Butter nachher zum Anbrutzeln. Ja, und hier zwei Toastbrote. Das werde ich jetzt alles erst einmal komplett klein häckseln, klein schnibbeln. Und dann sehen wir uns, ja, nebendran an der Pfanne. Also in Butter habe ich jetzt schon mal die Zwiebeln etwas angeschwitzt, glasig. Und dann können wir auch schon die Pilze mit hineinkloppen. Alle handgeschnitten und dann lassen wir die erst einmal ordentlich anbrutzeln. Das Wasser, was dann austritt, wird man leicht verdunsten lassen und ja, wenn das soweit passiert ist, sehen wir uns wieder. So Freunde, das reicht uns soweit schon fast. Dann schmeißen wir da jetzt gleich noch den Knoblauch mit hinein. Und unsere zwei Scheiben Toastbrot, die habe ich auch schön gewürfelt. Kommen jetzt auch gleich mit hinein. Hinter mir wird randaliert. Ein bisschen. Ein bisschen? Das lassen wir jetzt noch ganz kurz anschmurgeln und dann geht's schon wieder weiter. So Freunde, jetzt tue ich gleich einmal Salz und Pfeffer nach Gefühl drüber. Also das bleibt dann jedem wirklich sich selber überlassen, wie viel er da drauf haut. Können wir gleich unsere Petersilie und Schnittknoblauch mit hier rein tun. Und was fehlt noch? Wer hat aufgepasst? Richtig, der Schmand. Da bin ich jetzt gespannt, wie viel wir insgesamt reinhauen. Das weiß ich auch noch nicht. Aber das werden wir gleich sehen. Na, Becher, geh auf. Fangen wir mal mit so knappen halben Becher an. Und das kann, glaube ich, der ganze Becher rein. Das sehe ich schon. Einmal ganz leicht aufbrudeln lassen eben. Ja Leute, und dann können wir auch schon den Herd ausschalten. Unsere Füllung kann derweil etwas abkühlen. Dann werden wir mit dem ersten... Die Kamera läuft ja. Und dann werden wir mit dem ersten Teil von dem Video fertig. Eben mit dieser Füllung. Und als nächstes werden wir nachher dann unser Fleisch holen. Und es soweit vorbereiten. Und natürlich gleich füllen. Und weil ich jetzt so fleißig war, ach komm, habe ich von meinem Schatz jetzt einen leckeren, selber gebackenen Apfelkuchen bekommen. Ach komm. Ja, und da mache ich jetzt eiskalten Probiererle. Mmh.
Wir sehen uns nachher. So, Freunde, hier haben wir das Iberico-Rückenstück. Habe ich wieder bei My Steak Shop bezogen. Und schauen wir es uns mal an. Schöne Fettauflage, die werden wir nach unten legen. Die macht zusätzlich dicht. Und hier hat leider jemand schon böse reingeschnippelt. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Also das Ding wird uns mit Sicherheit nicht mehr so dicht werden, wie ich das gerne gewünscht hätte. Ich wollte jetzt hier einen Längsschnitt reinmachen und dann so schräg, dass man das hätte so aufklappen können. Ha. Ja, da muss ich mit Zahnstocher arbeiten oder so. Das probiere ich jetzt trotzdem aus, so wie ich das ursprünglich auch vorgehabt habe. Sind wir halt nicht ganz so dicht wie ursprünglich geplant. Aber mein Gott, damit können wir leben. Wenn sich das Fleisch nachher eh zusammenzieht, dann wird eher ein bisschen was neben rauslaufen. Das kriegt man schon hin. Ja, und jetzt haben wir genau hier diesen Schnitt. Hier noch rauskommen. Und hier werde ich mal Zahnstocher schnappen und die hier so schräg durchstecken, dass das halt hier halbwegs noch dicht ist. Und hier kommt dann unsere Füllung drauf. Würzen tue ich das Ganze mit der Schweinerei vom Beef Buddy. Zahnstocher und dann geht's weiter. So Leute, das Ganze so halbwegs mit Zahnstochern geflickt, 2 Stück an der Zahl und dann hauen wir gleich einmal den Beef Buddy Rub hier drüber. Das Ganze kommt dann gleich mal auf mein Transport-Tablett, sage ich jetzt einmal. Innen auch ein bisschen, bräuchte man fast nicht, weil ja die Pilzmasse ja auch schon relativ gut gewürzt ist mit Salz und Pfeffer. So. Gut. Dann brauche ich noch einen Löffel. Ein Löffel für den Michi. Hier versteckeln wir jetzt unsere Pilzmasse drin. Wahrscheinlich viel zu viel gemacht. Aber macht nichts, die kann man auch zu anderen Sachen lecker dazu essen. Da fällt mir dann schon noch was ein. So Leute, das wäre fertig und naja, blöde Kommentare kann man sich dazu sparen, wächst der Optik, außer vielleicht der Dirk, der High Noon Barbecue, der kommt wahrscheinlich gleich wieder mit einem blöden Kommentar daher. Naja, egal, ich stelle das jetzt noch kurz in die Kühlung, ja, und nachher sehen wir uns dann draußen am Grill. So Freunde, es ist soweit. Hier im Hintergrund habe ich auch schon einen Emmentaler fertig gerieben. Und ja, das legen wir jetzt einfach drauf. Ich habe mal, boah, kommt eine gute Hitze raus. Kohlen ringsrum reingelegt. Wächst zur besseren Hitzeverteilung. Den Yoshi einfach hier in die Mitte. Tja, und grillen ist fertig. Und nachher dann werden wir eben dann noch den Käse drüber streuen. Dauer, wie lange? Keine Ahnung. Das werden wir dann sehen. Circa 20 Minuten später
Ja, Viertelstunde später. Schauen wir einfach mal rein, weil ich bin auch neugierig. Das sieht doch schon mal relativ gut aus. Allzu lang dürfte es gar nicht brauchen. Jetzt von unten aus. Es hängt noch ein bisschen. Aber ja. Eventuell ziehe ich nachher noch die Kohlen ein bisschen zusammen und tue es von unten noch ein bisschen anburnen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. So, Freunde, jetzt bin ich gespannt. Ui, sieht doch gar nicht schlecht aus, was das Ding hier so teilweise KT spricht. Oh ja, ein bisschen darf es auf alle Fälle noch. Soll ich das jetzt direkt auf Kohlen oder nicht? Ich glaube, das kann man fast sein lassen. Aber was ich jetzt gleich noch mache, ist ein Käse drüber. Geh auf, du blöder Beutel. So. Der darf von mir aus ruhig runterlaufen. Zur Not dampfen wir den Grill aus. Wäre ja nicht das erste Mal. Ja, gehen schon mal die Kohlen. Haben die blöde Eigenschaft, wenn die so einzeln liegen, dass sie teilweise wieder ausgehen. Ja. Und ich ziehe sie doch noch zusammen. Und dann zeige ich euch das noch. Freunde, gesagt, getan. Ich habe die ganzen Kohlen nach hinten. Und jetzt legen wir es nochmal direkt drauf. So. So lassen wir das jetzt auch noch mal kurz liegen und dann ziehen wir es wieder in den indirekten Bereich. Ich denke, das reicht. Ui. Ja, dass das ganze Ding noch schwarz wird unten. Ja. Gut. Und dann grillen wir es, bis es fertig ist. Schön nebenbei noch mal nach der KT. Jo, wir kommen der Sache schon ziemlich nah. Weiß ich nicht, wo deine Handy ist. Gleich sind wir fertig. Es wäre geschafft. Jawohl. Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Tja, definitiv ein Schweinerücken mal anders gefüllt von oben. Gut, Leute, wir gehen rein zum Essen. So, mein Schatz. Und den Schwanz vom Teller. Moment, stopp. Was macht die Katze am Tisch? Schau, dass die Katze wegkommt. Ja, Anschnitt, lalalala. Jetzt kommen wahrscheinlich dann auch wieder die Kommentare. Das sieht voll trocken aus. Oh, schön knusprig. Ja, das habe ich unten extra noch angeknuspert. Ah, und die Masse ist so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe, dass sie nämlich relativ fest ist. Jetzt drehen wir das Teil mal zu mir her. Oh Leute, sieht so. Das nicht herrlich aus? So viel zum Thema, das ist nicht trocken, da läuft die Pampe raus. Also Leute, es sieht doch nicht so trocken aus. Geil. Also ich freue mich jetzt auf ein Probiererle. Dazu gibt es Spaltkartoffeln und etwas Salat. Freunde, dann schneide ich mir mal hier was zurecht und dann ab in den Hals.
Also draußen ist es uns heute definitiv zu kalt zum Essen. So, dann wollen wir mal hier. Schmeckt gar nicht mal so schlecht. Das Fleisch wirklich sehr lecker. Mit der Füllung passt hervorragend. Die Kartoffeln wurden mit dem Rosmarinwürzer vom Klaus gewürzt und zusätzlich noch frischen Rosmarin drüber. Also alles in allem. Also nochmal, ich musste abbrechen, weil mein Schatz gerade hinter mir vorbeigerannt ist. Also alles in allem wirklich ein hervorragendes Essen heute wieder. Und ich esse jetzt. Au, oh, ich werde misshandelt. Was machst du mit mir? Jetzt. Ah! Ja, was soll denn das? So werde ich hier misshandelt, nachdem sie mein leckeres Essen gegessen hat. Oh, ich mache mich mal wieder ein bisschen hier und dann sehen wir uns zum Fazit. So, Freunde, dann kommen wir zum Fazit. Ich habe hoffentlich die Haare wieder schön. Und ja, ich fand wirklich richtig lecker diesen Iberico Schweinerücken gefüllt. Das mit der Füllung hat wunderbar gepasst. Sie war absolut nicht zu flüssig, dank dem Toastbrot, was ich da reingeschnippelt habe. Einfach perfekt. Also mir hat es sehr lecker geschmeckt. Die Spaltkartoffeln waren auch hervorragend von meinem Schatz. Ja, und dann fragen wir mal die Saskia, die den ganzen Tag schon nach dem Essen geschrien hat. Also ich fand's mega lecker, wirklich. Na gut, wunderbar. Patricia, die Frau, wo ein Schwanz auf dem Teller hat liegen gehabt. Es war echt voll lecker. 1A, voll saftig. Gut, und dann mein Schatz, die mir heute mit dem Nachtisch geholfen hat, ganz gewaltig. Oh, wo bleibt denn der eigentlich? Ja. Das Fleisch war sehr gut, muss ich echt sagen. Na, wunderbar. Verboten gut. Ja, und der Nachtisch, da gibt's einen selber gemachten Fla. Aber das ist ein anderes Video. Und ja, ich glaube, das kommt entweder gleich als nächstes oder als übernächstes. Also Leute, wir sehen uns. Ciao.